Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Klingenbach-Map. So, wir haben jetzt schon die Felder Nummer 1 und 2, die in unserem Besitz sind, bepflanzt, und zwar auch mit Raps. Und da es für euch eben wahrscheinlich etwas langweilig ist, habe ich jetzt hier mir die Feld Nummer 13 übrig gelassen, und das werden wir jetzt gemeinsam kurz mal bearbeiten. Ich hoffe mal, dass wir keine Probleme haben mit dem Wetter, dass wir hier gut durchs Feld durchkommen. Außerdem habe ich mir gedacht, werden wir später in der Folge unseren Case Mähdrescher mit Schneidwerk verkaufen. Aus dem einfachen Grund, dass wir das eigentlich nicht so viel brauchen. Das heißt, das ist im Moment totes Kapital. Und das können wir viel besser nutzen. Daher werde ich den Mähdrescher verkaufen und mir unter anderem Equipment, was ich jetzt eben brauche, kaufen oder mieten. Mieten habe ich mir ausgemalt. Weil damit können wir das Kapital, was da eben vorhanden ist, sinnvoll nutzen. Dann steht der Drescher das ganze Jahr über rum und wir brauchen ihn gar nicht. Und für einmal im Jahr alle Felder bewirtschaften oder ernten, da reicht eigentlich, wenn wir uns einen Drescher mieten. Zumindest so lange, bis wir genügend finanzielle Ressourcen haben, um uns einen Mähdrescher leisten zu können. Wir werden heute auch das erste Mal Sachen verkaufen. Und damit auch ein bisschen Geld verdienen. Wir haben ja aber auch einiges an Kredit offen, den wir natürlich auch irgendwann mal abzahlen sollten. Deshalb muss man halt auch ein bisschen was leisten. So. Das sollte genug Arbeit sein, um da ordentlich wenden zu können. Und wenn ich immer da am Ende ein bisschen Überstand haben, der nicht besät ist. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob wir letztes Mal das Mähwerk schon verkauft haben. Eigentlich wollte ich das verkaufen, aber ich glaube, ich habe es nicht getan. Naja, das können wir nachher auch noch nachschauen. Schön übrigens, dass es jetzt mal regnet, da werden hoffentlich unsere Maschinen ein bisschen sauber. Und ja, wir haben einiges an Paletten produziert, die will ich zum Teil verkaufen. Außerdem haben wir Bretterpaletten vom Sägewerk, da werde ich 7 Paletten voll haben wir da. Und ich habe gesehen, wir haben noch eine Palette in einer der ersten Folgen, eine volle Palette auf die Seite gestellt, die ich ganz außer Acht gelassen hatte. Die steht in der einen Halle drin. Aber jetzt, wenn es ans Verkaufen geht, da sollte man dran denken, dass die noch da ist. So. Und außerdem haben wir einiges an Kartons. Also wir werden mal gucken, dass wir vielleicht... Nee, brauchen wir eigentlich noch nicht. Wir müssen noch nicht die Produktionsstätten mit Karton und Paletten füllen. Da wir eigentlich so noch lange nicht so weit sind, dass wir produzieren können. Deshalb haben wir da ein bisschen Spielraum, das jetzt einfach mal zu verkaufen.
Und dann sehen wir mal weiter. Ich werde jetzt hier kurz in der Timelapse natürlich wieder das Feld hier fertig machen. Weil sonst ist die Folge um, bis ich hier fertig bin. Also wir sehen uns gleich wieder. Feld Nummer 13 ist fertig. Jetzt gehen wir gerade noch mal hier ein bisschen in die Map rein und gucken mal, ob wir das auch wirklich alles schön gemacht haben. Sieht so aus. Das heißt, das passt. So. Dann bringen wir jetzt den Traktor zurück. Was mir gerade noch eingefallen ist, wir haben ganz am Anfang als erstes, glaube ich, sogar den Hürliman verkauft. Den Traktor. Den günstigsten Traktor. Davon werden wir uns wieder einen kaufen. Und zwar aus dem einfachen Grund. Bleibst du mal stehen? Alter, mich regen die NPCs so auf. Die meinen, sie können hier machen, was sie wollen. Ich werde in Zukunft in jeden NPC, der mir die Vorfahrt nimmt, einfach reinfahren. Schade, dass es hier kein Schadensmodell gibt. Also. Irgendwie habe ich. Ich wollte eigentlich blinken, aber irgendwie habe ich die falsche Taste getroffen. Also, Hürliman haben wir am Anfang verkauft. Hä? Ah ja, okay. Nee, passt. Den haben wir am Anfang verkauft. War ein bisschen ungeschickt. Ich sollte eigentlich das Equipment waschen, aber ich habe jetzt keine Lust. So, den habe ich verkauft, den werde ich mir wiederholen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir, nein, keine Reparatur. Ich möchte den verkaufen. Kann ich den jetzt verkaufen? Warum muss ich den, jetzt erst, erst reparieren und dann verkaufen? Was soll denn das? So, verkaufen, jawohl. Den werde ich holen, damit wir dort den Düngestreuer ansetzen können. Ich werde mal überlegen, ob ich den jetzt gleich kaufe. Weil nachher habe ich kein Geld mehr mit Pflegebereifung, weil wir haben ja auch die More Realistic Mod drauf. Das heißt, wir kaufen den jetzt sofort. und da brauchen wir eben einen Traktor mit Pflegebereifung, um die Saat nicht zu zerstören, wenn wir darauf düngen. So, jetzt kommen wir zu dem anderen Sache, zu der anderen Sache. Wir werden hier den günstigsten LKW mieten. Ups. Und außerdem hier den Flatbed B-Trailer. Den lassen wir auch genau so, wie er ist, damit er uns am wenigsten kostet. Hier steht er schon. Ist ein bisschen oldschool. Lizard. Aber der reicht für unsere Zwecke. Der muss nämlich nur hier
aufladen, den hier, den Trailer anhängen können. Dann gehen wir mal gucken, was wir uns heute an Kohle verdienen können. Der Sound ist schon geil. Ups. Der Sound von dem... Ja, nice. Also wir müssen jetzt hoch die ganzen Paletten-Sachen mal abholen. Und dann ein bisschen Geld verdienen. Aber wir haben hier jetzt eigentlich genügend Geld, oder? Wir brauchen natürlich, müssen wir auch mal mit den Sachen Geld verdienen, die wir hier noch rumstehen haben. Das ist einiges. Werden wir gleich sehen. Ich habe nämlich vor der letzten Nacht, offscreen natürlich, auch noch ein paar Paletten auf die Seite gestellt, damit in der Nacht die Produktion weiterlaufen. Und der hat kein Material mehr. Ups. Ganz knapp. Der hat ein bisschen ein scheiß Lenkverhalten, der LKW hier. So. Das Problem ist nämlich, weshalb ich jetzt den Anhänger gewählt habe, weil es immer irgendwie rumbackt, wenn ich mit der Frontladergabel die Paletten aufwählen möchte. Nein! Wir müssen einen kurzen Cut machen. Bis gleich. Da bin ich wieder. So, vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf. Ich habe natürlich einen falschen Trailer gekauft, gemietet. Und zwar ohne das URL. Das heißt, ohne Autoload. Und ich wollte natürlich Autoload haben, sonst bringt mir die ganze Sache ja gar nichts. So, und daher müssen wir jetzt hier, können wir auswählen, was wir laden möchten. Wir möchten aktuell Paletten laden und dann Arbeitsmodus anschalten. X. So, dann lädt er nämlich uns automatisch die Paletten auf. Das heißt, wir müssen die Frontladergabel nicht so arg quälen. Weil die eine Palette da hinten, die hat es zum Beispiel einfach da ins Eck geworfen. Und das war schon sehr nervig. So, jetzt nehmen wir die hier noch kurz. Ja, die will gar nicht. Sind wir da zu weit weg? Jetzt. Damit wir versuchen, möglichst die ganzen Paletten mitzunehmen. So, drei Stück können wir noch. Okay. Gut, Trailer voll. Arbeitsmodus machen wir aus. Dann fahren wir jetzt mal die Paletten verkaufen. Dazu müssen wir einfach ganz normal zum Lebensmittelshop. Da kann man alles verkaufen. Und ja, da fahren wir jetzt mal kurz hin. Hoffentlich ohne größeren Schaden. Ja, das Auto, das können wir ein bisschen anschrammen. Die passen sowieso nicht auf uns auf. LKW geht das Ganze natürlich ein bisschen flotter, weil er einfach schneller fahren kann, ein bisschen mehr Leistung hat und vor allem auch das Rangieren viel einfacher ist. So, wir haben jetzt insgesamt hier, glaube ich, 17.000 Euro für die Miete ausgegeben. Unser aktueller Kontostand ist 86.000. Wir gucken mal, ob sich das gelohnt hat dann am Ende.
Ja, wir müssen natürlich mit Gewinn rausgehen, das ist halt wohl selbstverständlich. Hier bei dem Händler hier müsst ihr aufpassen, der hat nämlich nur Öffnungszeiten. Das heißt, ihr könnt nicht beliebig lange hier Sachen abliefern, sondern ihr müsst euch an die Öffnungszeiten halten, sonst ist nämlich das Tor zu und ihr kommt nicht mehr raus. Das war ungeschickt. Aber der LKW ist auch irgendwie so lahm. So, gucken wir mal, ob wir den da noch reinzirkeln können. Sieht gut aus. Heide Witzka. Was ein Manöver. Gut. Dann müssen wir die Ableiteseite wählen und laden mal ab. Und unser Geld schießt hoffentlich ordentlich in die Höhe. Wir gehen jetzt mal in der Zwischenzeit schon die Kartons holen, also das Holz, die Bretterpaletten. Da kommt einer, glaube ich. Wir wollen ja nicht so sein wie die. Und immer die Vorfahrt nehmen. So, die Paletten, die verkaufen sich jetzt nach und nach. So wie ihr es von der Wolle her kennt. Es wird immer verkauft und dann gibt es eben den Preis. Fahr mal ein bisschen schneller hier mit deinem Pickup. Ups. Ja, drängeln wird halt nicht belohnt, gell? Aber nur. Wow! Nein! Ach, Kacke! Und er fährt halt voll rein. Hätte er mich wenigstens... Lass ihn mal auf zu oben hier! Mann. So. Müssen wir zurücksetzen. Ist ein bisschen doof. Weil das jetzt an unserem Hof zurückgesetzt wird.